Guten Abend, liebes Publikum. Ich begrüße Sie hier zu dieser Ausstellungseröffnung. Mein Name ist Silja Tillner, ich bin Architektin und Stadtplanerin und durfte den Vorsitz bei dieser Jury innehaben. Und ich kann leider heute Abend nicht bei Ihnen sein, da ich in Mailand bei der Design Week bin. Erstmal möchte ich mich bei der Gemeinde Hart bedanken für die Auslobung dieses, ich würde sagen, wegweisenden Verfahrens, weil wir alle Themen, die uns im Moment beschäftigen, bei diesem Wettbewerb bearbeitet haben. Es geht um Verkehrslösungen der Zukunft, es geht um Klimaresilienz, es geht um Freiräume, Grünräume am Stadtrand und im Zentrum und es geht natürlich um Nachverdichtung und wie schaffen wir leistbaren Wohnraum. Also da möchte ich der Gemeinde für diesen wirklich spannenden Wettbewerb danken und es war eine Freude, hier den Vorsitz der Jury haben zu können. Als zweites möchte ich den Teilnehmerinnen danken, den Architekten und Architektinnen, die sich dieser schwierigen Aufgabe gestellt haben. Und wir haben ja auch im Vorfeld einige interessante Diskussionen geführt, beim Hearing und auch in einem Verkehrsplanungsworkshop. Und es sind wirklich sehr, sehr gute Lösungen geworden. Also alle 8 Teilnehmer haben außerordentlich gute Lösungen entwickelt und haben sich all diesen Themen, die wir gestellt haben, gewidmet. Und deswegen ist es uns sehr schwer gefallen in der Jury. Wir haben wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, alle Projekte intensiv zu studieren. Und dann hat sich doch anhand der Kriterien, die wir uns gestellt haben, nach und nach so eine Verdichtung und eine engere Auswahl herausgestellt. Und auf die möchte ich jetzt eingehen. Der dritte Preis ging an Love Architects. Ich gratuliere sehr dazu. Aber es war dann doch relativ rasch klar, dass dann auch der zweite und erste Preis, die wurden sehr lange untereinander diskutiert. Und der zweite Preis ging an Columbus Architects und Landschaftsplanung Troll. Und da möchte ich auch sehr gratulieren zu diesem wirklich gut durchgearbeiteten Projekt, das als Thema mehr so die Verdichtung und Bebauung im Zentrum von Hart gehabt hat, aber auch sehr attraktive Freiräume. Das Siegerprojekt jedoch von Ginke & Company, das hat sich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass die Landschaftsplanung GO13 sehr eine starke Rolle bei diesem Projekt eingenommen hat. Und zwar ist das Zentrum von Hart wirklich zukünftig bei diesem Projekt sehr stark von der Landschaft geprägt und es bildet sich so eine diagonale Grünraumverbindung, die also wirklich den Naturraum verbindet mit dem Zentrum und eine Durchgrünung, Durchlüftung, eine Biodiversitätsachse ermöglicht. Und das geht doch weit hinaus über einfach nur begrünte Freiräume, die einen urbanen Charakter haben. Und die Diskussion ging eben genau darüber, welche Freiräume braucht eine Gemeinde wie Hart, die ja jetzt noch nicht so viele Einwohner hat, die zwar wächst, aber 5.500 Einwohner. Also wie viele Freiräume können hier bespielt werden und in welcher Dimension? Und da hat sich eben das Siegerprojekt eindeutig mit dieser starken Landschaftsbezug als das Beste herausgestellt. Und deswegen gratuliere ich da ganz herzlich und ich glaube, dass hier in Hart bei Graz so Zukunftsweichen gestellt werden können. Wie gehen wir mit diesen stark wachsenden Siedlungsräumen in der Nähe von urbanen Ballungszentren um? Muss das alles auch urban werden? Es sollte auf jeden Fall nachverdichtet werden und wir sollten nicht weiter Grünland versiegeln. Das ist uns, glaube ich, allen klar, aber es muss auch eine Antwort gefunden werden, wie man attraktive Freiräume schafft und wie grün sind die und dass man nur dort wirklich versiegelt und harte Freiflächen schafft, wo man das wirklich unbedingt braucht. Denn wir müssen uns einfach bewusst sein, dass es immer heißer wird und dass eben dieser Grünraum im Zentrum eine ganz andere Attraktivität haben wird, als das derzeit der Fall ist. Und deswegen danke ich wirklich nochmal sehr und wünsche allen einen schönen Abend und lade euch ein, die Projekte sehr intensiv zu studieren, die sehr schön in Plan und Modell aufgearbeitet wurden. Danke.